Ich habe leider vergessen, ein Intro zu filmen, deswegen geht es jetzt auch schon gleich ans Eingemachte. Wir wärmen uns mit dem Terraband auf. Ich war davor noch 5 Minuten auf dem Laufband. Die Ausgangsposition hier ist der Stand. Wir verlagern das Gewicht auf ein Bein, nehmen das Terraband entweder über die Knie oder wie jetzt bei mir an die Knöchel und bewegen das Bein zur Seite. Unsere erste richtige Übung sind Front Squats. Hierzu nehmt ihr die Langhantel und legt sie euch aber auf die Brust. Es gibt hier verschiedene Techniken. Ich mache das so, weil ich es so am angenehmsten finde. Der Oberkörper ist gerade und die Beine sind ungefähr schulterbreit. Während der ganzen Übung achtet ihr darauf, dass eure Kniegelenke stets in die gleiche Richtung zeigen wie deine Fußspitzen. Und dann bewegt ihr euch abwärts und wieder hoch, wie bei der normalen Kniebeuge. Wir machen jetzt die Kurzhantelbeinbeuger. Gerade für viele, die vielleicht keinen liegenden Beinbeuger im Fitnessstudio haben, kann man das sehr schön mit der Kurzhantel machen und es ist einfach mal was anderes. Ihr nehmt die Kurzhantel zwischen die Füße. Ich weiß, leider fällt sie auch schnell mal runter und vielleicht müsst ihr euch am Anfang helfen lassen, aber wenn sie runterfällt, dann hebt man sie halt wieder auf. Das Prinzip ist dasselbe wie beim Beinbeuger. Ihr liegt flach mit dem Oberkörper auf der Bank und eure Beine sind in einem fast durchgestreckten Zustand. Dann nehmt ihr die Beine hoch Richtung Oberschenkel, ungefähr ein bisschen weiter als 90 Grad Winkel mache ich meistens, und dann atmet ihr ein und senkt gleichzeitig die Unterschenkel mitsamt der Kurzhantel kontrolliert und langsam wieder nach unten, bis die Beine wieder fast durchgestreckt sind. Weiter geht's zur nächsten Übung, Step-Ups an der Multipresse. Wir machen 3x8 pro Bein und man sieht es bei mir leider nicht so, aber das Wichtige hier ist wirklich, dass ihr euch nur mit dem einen Bein hochdrückt. Ihr dürft euch nicht mit dem anderen helfen, also man sieht es bei mir nicht so gut, aber ich berühre den Boden wirklich eigentlich gar nicht und wenn, dann tippe ich nur ganz kurz, aber ich nehme die ganze Kraft von dem Bein, das auf der Bank steht, und das ist das Harte an der Übung, wie man an meinem Gesicht sehen kann. Vielleicht sind auch einfach meine Beine zu kurz, um auf den Boden zu kommen. Kann auch sein. Aber das ist wirklich das Wichtige hier, um wirklich dieses eine Bein, das gerade dran ist, zu treffen und die Muskeln zu beanspruchen. Ihr wisst ja vielleicht schon inzwischen, dass ich auf Hip Thruster schwöre, wenn es um einen großen Po geht. Und deswegen habe ich hier nochmal so eine alternative Version eingebaut. Und das Beste hier ist, wir machen auch noch gleich was für den Bauch. Ihr habt eine Kurzhantel hier oder vielleicht irgendwas anderes Erhöhtes, wo ihr euer eines Bein draufstellt und zieht dann euer Bein hoch und drückt eure Unterkörper hoch und spannt euren Po an. Zum Ausbrennen der Beine habe ich jetzt noch zwei Übungen. Einmal die Kniebeuge, die direkt in den Ausfallschritt übergeht. Ich habe das hier ein bisschen schneller gemacht. Ganz so schnell habe ich das nicht hinbekommen. Meine Beine waren schon ziemlich platt. Und ja, ich schwitze übrigens. Ihr seht hier nicht meine Unterwäsche. Und danach noch Ausfallschritte. Das hier sind so ein bisschen auch abgewandelte Ausfallschritte. Und ich habe das ungefähr 4 Bahnen lang gemacht. Ich
würde sagen, das sind so 10 bis 20 Meter. Könnt ihr ja nach Gefühl machen. Es war auf jeden Fall so, dass meine Beine dann auch nicht mehr konnten. Und dann habe ich auch aufgehört. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Lasst mir doch einen Daumen hoch und einen Kommentar da. Das würde mich sehr, sehr freuen.